für Schwerin kann ich absolut zustimmen. Sie ist sehr positiv. Es gibt unheimlich viele offene Stellen in allen Bereichen, wirklich vom kaufmännisch angefangen bis zum Helfer. Wir haben die Situation der Beschäftigung. Es ist viel, viel besser geworden. Also viele Leute sind in Beschäftigung. Wir haben wirklich hier jetzt einfach die Herausforderung, geeignetes Personal zu finden. Das hat sich ein bisschen umgekehrt. Früher waren es die Aufträge, heute sind wirklich sehr, sehr viele offene Stellen. Der ganze Bereich der Facharbeiter, also wirklich vom Metaller angefangen, also vom Schlosser, Schweißkenntnisse, es müssen keine Schweißscheine da sein, da sind wir auch bereit, das mit dem Kunden in Abstimmung dann auch nachzumachen, wenn Scheine vorhanden sind, die nicht mehr gültig sind. Über Gas-Wasser-Installateure bis zum Elektriker, aber was auch wirklich gefragt sind Staplerfahrer, es sind die Fachhelfer, der ganze große Bereich der Fachhelfer, also Leute, die eine Berufsausbildung mal angefangen haben, die aber das aus verschiedenen Gründen nicht abgeschlossen haben, und dann auch der große Bereich der Helfer, wirklich der Helfer, die schichtbereit sind, die mobil sind, wobei wir bei fehlender Mobilität natürlich auch ganz viel machen können. Ja, Schichtbereitschaft ist das A und O. Einerseits haben wir gemerkt, dass auch Kunden auch dasselbe Problem haben und auch Kunden immer mehr bereit sind, auch, ich sage mal, auch vernünftige Preise zu bezahlen, dass wir für Mitarbeiter nicht nur diesen Mindestlohn zahlen, den wir laut IGZ zahlen müssen, also die sogenannten Entgeltgruppen, die es bei uns gibt. Dafür ist der Fachkräftemangel zu hoch. Wir möchten gern attraktive Löhne zahlen. Wir machen es auch individuell. Also wenn jetzt ein Bewerber hier reinkommt und sagt, ich möchte das und das verdienen, dann guckt man natürlich von den Voraussetzungen her und dann wird auch mit dem Kunden gesprochen und so, dass wir auch dem Mitarbeiter dann das bezahlen können, was er gerne hätte. Genau, das wichtige Bereich ist dort ja auch, dass wir auch für die fehlende Mobilität, das ist einmal das fehlende Auto, aber auch eben das fehlende Führerschein, und wir das dementsprechend auch in Zusammenarbeit natürlich mit der Arbeitsagentur auch dementsprechend fördern wollen, dass sie natürlich einen Führerschein machen können. Und was man auch sagen muss, wir wollen natürlich auch weiterqualifizieren. Das heißt, dass wir auch den einfachen Helfer, das ich aber nicht negativ meine, dann weiterbilden wollen aus dem Staplerfahrer, dass er auch die Möglichkeit hat, sich im Unternehmen weiter zu etablieren, aber auch weiter hochzuarbeiten. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Geschichte, die wir immer stärker tätigen müssen, in Zusammenarbeit mit der Agentur, was auch schon funktioniert, was auch noch stärker herausgehoben werden muss. Weil wir einfach in Schwerin das Problem haben, dass natürlich im Umland die ganz großen Unternehmen alle ansässig sind. Also jeder Mitarbeiter hat bei uns die Chance, einen festen Arbeitsplatz auch beim Kunden dann zu bekommen. Auch der Kunde sucht Fachkräfte, der sucht wirklich auch vom Helfer bis zur Fachkraft und eben die Perspektive bekommen, beim Kunden fest einzusteigen. Das andere ist, was ich schon erwähnte, diese sogenannten Entgeltgruppen. Wir haben die Entgeltgruppe, die EG1, das ist die 8,91 €. Man weiß, der gesetzliche Mindestlohn ist noch darunter, das heißt, die Zeitarbeit selber zahlt schon mehr. Auch, dass wir uns weiter anpassen zum Ost und West, dass die Zeitarbeit eigentlich eher dran ist wie die Politik. Wir wollen, dass Ost und West angeglichen wird, das ist auch in den Tarifverträgen schon fest implementiert bis zum Jahre 2020. Und wie gesagt, ich bin ein ganz großer Freund davon, auch ein Mindestlohn zu tätigen von 10 Euro. Also insofern ist die Zeitarbeit natürlich eine große Chance, auch wirklich mal in Unternehmen auch reinzugucken. Mittlerweile haben wir es so, dass sehr, sehr viele unserer Mitarbeiter ein Übernahmeangebot bekommen und eine bessere Werbung, sag ich mal, können wir nicht haben für unsere Mitarbeiter. Da haben wir nämlich die richtigen ausgesucht. Und es gibt nirgendwo so eine große Möglichkeit wie in der Personaldienstleistung, dass ungelernte Kräfte, die vielleicht auch neben der Spur gekommen sind, wieder neu zu integrieren in die soziale Arbeitswelt. Das finde ich extrem wichtig, die dann in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft mehr Probleme hätten als bei uns, dementsprechend anzufangen und bei uns immer zu beweisen und natürlich sich beim Kunden zu beweisen. Das Kunde sagt, Mensch, alles klar, der hat sein Leben in den Griff gekriegt, und dafür sind wir natürlich auch ein Implementator, um wieder in die neue Arbeit.